noch, Barack Obama haben die Deutschen mit viel Empathie mit empfangen und waren danach über manche seiner politischen Entscheidungen eher enttäuscht. Wir sollten wirklich verstehen, dass der oder die amerikanische Präsidentin in erster Linie amerikanischer Präsident ist, so wie die deutsche Bundeskanzlerin deutsche Bundeskanzlerin ist. Das ändert nichts daran, dass ich ermuntern möchte, noch mehr in den Austausch zu gehen, in die USA zu fahren, sich an Austauschprogrammen mit zu beteiligen und unseren Partner auf der anderen Seite des Atlantiks besser kennenzulernen. Erstmal wird dann nachher sicherlich nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das geht wahrscheinlich auch für die Idee der Mauer von Donald Trump mit Blick auf Mexiko. Er ist ein Populist, wie er im Buche steht. So agiert er. Diese Statements macht er. Was er sich außenpolitisch vorstellt, das kann, glaube ich, er selber auch noch gar nicht sagen. Schwer für uns in die Kristallkugel hineinzugucken. Letztlich wäre auch Donald Trump dann der Präsident der Vereinigten Staaten und müsste sehen, dass er dieser Verantwortung gerecht wird. Wir werden sehen.